Servus, willkommen in Nürnberg und möchten euch diese Session mal zu unserem heimischen Kanal mitnehmen. Der Kameramann ist gerade gekommen, wir haben ihn gerade vom Bahnhof abgeholt und dann lief auch schon der erste Fisch ab. Sau geil. Schöner, großer Spiegler. Wir hoffen, dass es so weitergeht. Die Fische stehen jetzt aktuell voll auf dem Futter und viel Spaß. Viel Spaß. Nachdem wir jetzt den Fisch versorgt haben, starten wir erstmal mit einem schönen bayerischen Weißwurstfrühstück in den Tag. Hoffen mal, dass noch mehr kommt. Prost! Prost! Prost. Das Schiff ist jetzt vorbei, jetzt machen wir die Ruten neu. Eine kommt in die Fahrrinne und eine probiere ich jetzt drüben an der Spundwand. Da viel Muschel und natürliche Nahrung ist, da hoffe ich immer mal einen abzugreifen. Ich habe jetzt gerade einen Shotrig rübergelegt auf die andere Seite an die Spundwand. Ich fütter jetzt ein paar Coco Banana und Pineapple Boilies dazu, habe das Ganze ein bisschen in Explosivsmoke gedippt. Da ich denke, dass die Fische schon am Rand entlang ziehen, weil es viel natürliche Nahrung gibt. Ja, und jetzt warten wir halt mal ab. Gucken wir mal. Ja, ich fische jetzt hier da direkt in der Fahrrinne. Ich fische mittlerweile mit beiden Ruten drin, weil sich einfach gestern schon bewährt hat. Und deswegen fische ich jetzt einfach beide Ruten drin. Hoffe, ich fische da nicht drüben am anderen Ufer, an der Spundwand. Aber ich vertraue jetzt einfach weiterhin da auf diese Plätze. Das ganz gut funktioniert bis jetzt. Füttern tue ich eigentlich ausschließlich Crayfish-Boilies, also Fischmehl-Boilies und ein paar Pellets dazu. Funktioniert ganz gut und ja, schauen wir mal, was weiterläuft. Ja, haben wir uns jetzt gerade hingesetzt, die Ruten haben wir jetzt nochmal neu gemacht, seit heute Morgen leider blank. Mal schauen, die letzte Nacht war ziemlich gut, ich hatte 4 Läufe, 3 Fische, Christoph hatte 2 Fische. Die Nacht davor hatten wir schon 4 Fische. Wäre geil, wenn es so weiterläuft, aber ja, wie gesagt, es ist angerichtet und jetzt würden wir euch aber auch gerne mal erzählen, wie wir jetzt zum Kanal kommen sollen. Ja, also ich persönlich muss sagen, der Kanal war nie so richtig meins. Mir war das immer zu grau, zu monoton, zu städtisch. Ich wollte eigentlich immer große Seen befischen, Abenteuer erleben. Hatte aber schon 4 Jahre die Kanalkarte, habe es aber irgendwie nie so richtig geschafft hinzufahren. Ich hatte es immer auf dem Schirm, aber irgendwie hat es mich dann doch nie gereizt, bis eigentlich mal ein Kumpel auf mich zukam und sagt, komm, lass uns das mal ausprobieren, machen wir das mal. Und ich muss sagen, ich war wirklich positiv überrascht, mich hat es richtig geflasht. Gerade abends, wenn die Schiffe fahren, wenn die Lampen angehen, das hat so seinen ganz eigenen Flair. Für mich hat es fast ein bisschen sich alles nach Urlaub angefühlt. Was bei mir noch persönlich dazu kommt, so als junger Familienvater, ist die Zeit auch nicht mehr. Das finde ich am Kanal sehr gut. Ich habe dann mein Fahrrad dabei, Anhänger dran, wenig Geschirr und kann dann ein bisschen Strecke machen, hier mal fischen. Ja, und das ist halt das, was mich für mich jetzt aktuell den Kanal ausmacht. Und was man dazu sagen muss, ist, dass die letzten Jahre die Fischgewichte extrem gestiegen und du kannst halt hier schon mal richtig guten Fisch fangen. Ja, bei mir lief es tatsächlich ziemlich ähnlich. Ich komme quasi auch vom Stausee, habe bis eigentlich die letzten 10 Jahre nur unsere heimischen Stauseen befischt. Aber aufgrund der Corona-Krise, das Nachtangelverbot gibt es nicht mehr, war es eben so, dass die Seen unheimlich überlaufen waren. Und ich habe mir dann gesagt, ich will mir das nicht antun. Ich habe eigentlich außen auch, ich war jemand, der die Freiheit geliebt hat und die Ruhe, was man hier nicht so hat. Habe ich mich einfach dann relativ früh 2020 schon dazu entschlossen, dass ich dieses Jahr mal im Kanal widme. Und naja, die ersten 5-6 Besuche, alle natürlich blank, aber trotzdem, es hat einfach seinen eigenen Charme, das Ganze. Das ist nicht wie am See, es ist einfach Action, gerade tagsüber, und es ist einfach, ja, es hat was. Man muss sich halt einfach drauf einlassen. Ja, würde ich genauso sagen, man muss sich einfach mal drauf einlassen. So schwer ist das Ganze ja nicht, das ist kein Hexenwerk.
Wir schauen jetzt mal, dass noch was geht. Wir melden uns auf jeden Fall nochmal, wenn was läuft. Wenn nicht, melden wir uns morgen früh nochmal. Ja. Und dann werden wir uns mal was zum Abendessen machen. Genau. Haut's rein. Ciao. Ja, war für uns heute ein bisschen schwierig, hatten einen massiven Wetterwechsel. Dazu sind auch noch unheimlich viele Schiffe gefahren. Wir hoffen jetzt einfach mal auf die Nacht, dass da die Fische wieder ein bisschen aktiver werden. Davor werden wir uns aber auf jeden Fall noch ein paar Nürnberger Rostbratwürste gönnen. Guten. Schöne Social machen und ja, dann zuversichtlich in die Nacht gehen. Morgen, die Nacht war recht ruhig. Ich konnte zwar einen Fisch so gegen 11 Uhr fangen, aber das war wirklich ein ganz kleiner. Wollte für nicht einmal einen Kameramann aufwecken. Ich habe mal kurz hingeschaut, die waren aber alle noch fertig. Die waren gestern den ganzen Tag unterwegs, haben gestern viel gedreht. Ja. Wir werden jetzt dann auf jeden Fall mobil machen. Fahrräder stehen schon bereit. Packen noch ein bisschen was auf den Hänger und schmeißen dann später ein paar Poppys durch die Gegend, um einfach zu sehen, ob wir so die Fische dann finden. Und ja. Hoffen wir mal, dass es klappt. Wir sind jetzt hier in der ersten Stelle angekommen, die wir uns ausgesucht haben für heute. Christoph sitzt ca. 200 Meter weiter unten. Wir werden jetzt hier versuchen, einen Fisch zu überlisten. Sollte das in den nächsten zwei Stunden nicht klappen, werden wir einfach ein Stück weiterziehen und schauen, was wir so irgendwie finden, die Fische. Unser Ziel ist es, hier ziemlich mobil zu angeln. Daher verzichten wir da auch auf große Futterkampagnen mit einer Menge Futter. Ideal ist halt hierfür in so einem Fall einfach ein Popper-Rig. Ich verwende hier ganz gerne Multi-Rig mit einem gelben Poppy. Warum gelb? Ja, das ist einfach Favorite-Farbe von mir. Ich habe bis dato eigentlich ganz gut gefangen hier mit gelben Popper-Rigs. Große Vorteil am Popper-Rig ist eben auch noch, dass der Haken relativ lange stumpf bleibt. Ja, das wäre schlecht. Dass er relativ lange scharf bleibt. Im Vergleich zu Haken, die jetzt am Boden rumliegen mit Bodenködern, weil eben einfach durch die Strömung, durch die Schleusung schabt sich der Haken am Boden ab und wird eben schnell stumpf. Hat man hier nicht, weil einfach der Popper permanent ein bisschen hoch steht. Irgendwann wird er sicher stumpf, aber ist auf jeden Fall zu verkraften dann. Und der Hakenverschleiß ist deutlich geringer als jetzt mit normalen Standard-Rigs, würde ich sagen. Ja. Ich werfe jetzt die Nummer neu, haben gerade geschleust, wieder alles komplett verzogen, aber das ist Kanalangeln und schauen wir mal. Fett, wenn was geht. Wenn nicht, sehen wir uns in zwei Stunden an einem anderen Platz wieder.
Ja, Mann! Sau geil! Ja, Wahnsinn, was gerade passiert ist. Wir waren jetzt unterwegs, wie wir vorhin schon gesagt haben. Haben ein bisschen am Rand mit Poppys geangelt. Und wir wollten eigentlich schon weiter. Und dann läuft dieser Fisch ab. Ein Wahnsinnsfisch für den Kanal. So kann es weitergehen. Hammerhart. Wir waren jetzt 3 Stunden hier, hatten einen richtig guten Fisch, fahren jetzt mal kurz zurück zum Marcel ins Basecamp, ein bisschen was essen und später geht es dann wieder los für 2-3 Stunden an die nächste Stelle. Abfahrt. Wir waren jetzt ein bisschen aktiver auf Strecke, waren noch vorne mal ein Bierchen trinken, haben da ein bisschen probiert. Jetzt sind wir wieder zurück, wo wir heute Morgen waren, waren da noch 2 Stunden und ging jetzt bis jetzt nichts. Bleiben wir noch 1 Stunde und dann gehen wir zurück ins Basecamp, wo wir dann ein bisschen was Abendessen. Wir werfen die Ruten wieder auf den Futterplatz und morgen früh werden wir dann zusammenpacken und machen den Tag über noch Strecke, schauen wir noch andere Bereiche an und fischen da noch ein bisschen aktiv mit Pop-Ups. Ja. So ist der Plan. So ist der Plan. Ja, mega cool. Sind jetzt seit 2 Stunden hier ungefähr. Jetzt gerade endlich der lösende Ton. Fische scheinen auf jeden Fall noch hier zu sein. Jetzt hoffen wir mal, dass wir den rauskriegen. Und ja. Sau geil, besser können sie eigentlich gerade wieder nicht laufen. Mega cool. Ja, auch das ist Kanalangel, da treibst halt einfach mal eine tote Gans oder ich. Ey, ist das eine Gans? Amy und die Wildgänse. Also nicht falsch verstehen, schaut ums Tier, aber ja. Da treibt so einiges auf jeden Fall über den Kanal. Das ist ja Plasma, bläst das an, wenn ich kurz Zeit. Über Spiegler wieder, ne? Ja. Ein Kämpfer, ne? Yes! Boom, amigo! Geil, Alter! Sau geil! Der ist jetzt kein Riese, aber ja. Cooler Fisch auf jeden Fall, Mann. Top Fisch. Sau fett. Ich mach schon die Matte klar. Da ist er, der obligatorische Einpackfisch. Haben gerade darüber diskutiert, dass wir zum nächsten zusammenpacken, ins Camp fahren und uns was zu essen bestellen. Ja, sau cool, dass es hier noch geklappt hat. Morgen früh geht's dann weiter.
Eugen, der letzte Tag ist angebrochen, die Nacht war mal blank. Wir packen jetzt unser Zeug ins Auto und vom letzten Tag haben wir uns immer vorgenommen, richtig Gas auf der Strecke zu geben und vielleicht noch den einen oder anderen rauszucatchen. So gegen 6:30 fahren wir die anderen zurück zum Bahnhof, sind jetzt noch mal hier, wo wir gestern schon waren, haben da gestern ein bisschen Futter reingeschmissen. Jetzt schauen wir mal, wenn was geht, bleiben wir da, wenn nicht, dann move wir noch mal ein bisschen, gehen noch mal an andere Stellen. So ist der Plan. Ja, rückblickend kann man sagen, dass es eigentlich eine Bomben-Session war für uns. Bei mir persönlich ist es das erste Jahr am Kanal, der Christoph weiß auch noch nicht so oft. Klar haben wir uns einige Infos eingeholt, aber ja, im Grunde genommen haben wir es dann doch selber ganz gut durchgezogen, so wie wir es uns vorgenommen haben. Am ersten Tag an einer Stelle, die erste Nacht, 4 Fische. Das piepst jetzt gerade schon wieder ein paar. Ja, nach der ersten Nacht sind wir dann gemoved zur berühmt-berüchtigten Hundescheißallee, hatten da auch direkt 4 Fische die Nacht. Christoph nochmal 3 Fische, hatten da auch 2 gute Fische. Gestern hier den richtig guten Fisch, es war eigentlich Bomben-Session. Lief relativ gut, also ja. Besser, wie wir uns eigentlich erhofft haben. Ja, das muss ganz klar sagen, mit der Kamera im Rücken oder so ist es halt immer so eine Sache, wo ein gewisser Druck auf jemanden lastet. Und das wir stimmt, sind ziemlich ja. froh, dass das jetzt einfach so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Man muss sagen, es läuft nicht immer so, aber ja, ab und zu hat man halt einfach das Glück. Ich glaube einfach, dass es extrem wichtig ist, dass man ein bisschen aktiv ist, ja. dass man mal hier 2 Stunden hier lokalisiert, wo die Fische sind. Und wenn man sie dann hat, dann greift man sie auch ab. Und ja, das ist relativ wichtig, Strecke zu machen. Also aussitzen ist meiner Meinung nach kann funktionieren, allerdings muss man da glaube ich Zeit mitbringen. Wenn man sie hat, ich glaube nicht, dass man sie viel hält auf Futter. Man kann sie zwar natürlich herfüttern, immer wieder die Plätze, wenn man konstant weiter befüttert, werden die auch immer wieder zurückkommen, aber ja, man muss da Zeit mitbringen. Ich denke, dass das mobile Angeln gerade das ist, was es ausmacht hier. Also die Devise könnte auf jeden Fall lauten, Augen offen halten am Kanal. Ja. Sau cool, wir waren jetzt eigentlich gerade dabei zusammenzupacken und weiterzuziehen. Und da haben wir den Lauf gekriegt. Eine Rudenspitze nur kurz gewackelt. Aber ja, so schaut es manchmal hier aus. Und bis jetzt fühlt es sich eigentlich nicht schlecht an, wobei das immer recht schwierig im Kanal zu sagen ist. Auf jeden Fall sau cool, dass unser Plan wieder funktioniert hat. Wenn wir vielleicht auf jeden Fall doch noch Stünde machen hier. Da geht's mal weiter. Brauchen wir den Blink? Ja, ja. Einen Netz! Ja, Bruder! So geil! Yeah! Geil! Läuft! Armin versorgt gerade einen anderen Fisch. Jetzt waren wir 3 Stunden hier, es ging gar nichts. Jetzt haben wir gerade genau die Beißzeit erwischt. Geht gerade Schlag auf Schlag. Zumindest den zweiten hintereinander. Ja, Wahnsinn, was gerade abgeht, echt. Wir haben gestern ein bisschen zugefüttert. Und heute stehen sie richtig drauf. Frankenrocken. Oh yeah. Mega fett. Wie gesagt, eigentlich waren wir gerade am Gehen. Lief die eine Rute ab, ich war im Drill, lief die nächste Rute ab und jetzt 2 solche mega coolen Kanalfische. Absolut heftig.
Wie gesagt, der Armin drillt gerade. Wir haben gerade einen Fisch gecatchert, haben uns mega gefreut. Läuft die andere Rute ab und es hängt nochmal so einer dran. Also heftig, super zum Abschluss am letzten Tag. Absolut. Die letzten Stunden. Absolut. Ein Doppelrun. Das gibt es hier auf jeden Fall nicht alle Tage. Mega. Super Session. Sauber, Jungs. Ja. Ja, wir sind jetzt zurück im Auto, die Autos sind schon beladen. Rückblickend kann man sagen, es waren 4 ultra coole Nächte. Wir haben nicht schlecht gefangen, also man kann auf jeden Fall schlechter fangen. Und wir sind eigentlich absolut zufrieden. Ja, ich bin auch mega zufrieden. Also gerade vom ersten Dreh hat man natürlich davor schon ultra Lampenfieber, ich zumindest. Ist jetzt dann aber doch ganz super gelaufen. Man muss auch sagen, danke an die Jungs, die da aus dem Norden für uns runterfahren und uns dass wir hier drehen können mit ihnen. Joscha hat natürlich Vollgas gegeben, muss man wirklich mal sagen. Auch Marcel hat alles gemacht, was er kann für uns. Und eine coole Zeit, kann ich sagen. Im Nachhinein könnte man auch sagen, vielleicht hätte man nachts gestern doch moven können, irgendwo anders hin. Aber im Endeffekt bin ich voll zufrieden. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wir sehen uns irgendwo mal, wahrscheinlich mal auf Messen, sonst irgendwo. Ja. Haut's rein. Servus.